Achtung, Fahrt und Erstes Finale, Sport. Wir starten in den nächsten 8 10. Sekunden. Ganz vorne, Kai. Altmann. Wunderbar, damit starten wir das Achtelfinale. Da ist einer abgeflogen. Da schon in der ersten Kurve gibt es da die Berührung. Da liegt noch einer. Hier um Platz 3, 4 und 5 wird es ein bisschen interessant hier. Ansonsten, der Kai ist vorne weg. Hat einen kleinen Hänger drin gehabt, aber so, vorne ist aber Kai gut weggekommen. Jetzt hier mal gucken. Kann er gleich nach vorne umschwenken. Einmal behaupten. Mats ist auf der 2 direkt von 4 auf 2 durch die Kabelei vorgekommen. Ja, und wie Jürgen von 6 auf 3. Wird es hier auch besser sein. Die beiden hier ein Wasser auf der 4. Position. Von einem gut gemacht. Da hinten kommt jetzt der führende, der Kai Altmann. Jetzt nimmt die Dichter hier ein durch schnelle S. Kommt jetzt hier runter in das Set und hat damit dann auch gleich seine zweite Runde beendet. Baut es sich aktuell mit einer Sekunde Vorsprung. Gucken wir mal jetzt bei der nächsten Überfahrt. 1,3. Also die Zeiten stehen hier für Kai gerade ganz gut. Da haben wir dahinter ein schönes Dreierpaket. Schön, und Sascha. Oh, da ist einer abgeflogen. Das sind mindestens 7 hier innerhalb von 1,3 Sekunden. Wird interessant werden. Das könnte noch was werden. Vorbeigelassen hier. 5 Minuten 40 noch zu fahren. Fahrzeug 2, Joachim noch den Führenden gleich hinter dir. Ganz in Weiß kommt der Joachim hat etwas sauber gemacht. Liegen lassen, ihr habt gesehen am Start. Hat er leider. Und auch Martin kann sich so lange an von seinen Verfolgern absetzen. Position 3 und 4. Letzter Punktplatz jetzt hier zwischen Jürgen und Sascha im Duell. Und warten wir mal auf den Zweitplatzierten. Gelb-Blau gegen Zweitplatzierter. Orange. Die Nummer 4. Ein bisschen Überblick behalten. Joachim, du hast dann demnächst den Zweitplatzierten auch direkt hinter dir. Ah, das ist dann ja gut vorbei. Mitgearbeitet, wunderbar. Blick auf den Zweitplatzierten. So, Feld hat sich etwas sortiert. 5 Minuten haben wir noch zu fahren. 5 Minuten hier im ersten A-Finale. Pro 10 Sport. Nach wie vor unser Führer. Muttersehen allein hier unterwegs. Fahrzeug Nummer 1, Kai. Knappe 3 Sekunden schon Vorsprung vor seinem ersten Verfolger, Mathis. In Weiß und Schwarz. Ja, aber jetzt dann dahinter Sascha und Jürgen immer noch im Duell. Sascha hier. Ja, Jürgen locker lassen. Hat ihn immer noch in Sicht. 6 Zehntel Rückstand nur. Auch jetzt Sascha und Jürgen. Ihr hat den Jürgen hinter sich? Ja, das wird schon noch interessant. Er darf sich hier keinen Fehler leisten. Weil ansonsten ist der Jürgen dran und geht eventuell auch vorbei. Hinten, schauen wir mal hier. Fahrzeug 8 und 3. Kohn und Jan im Duell für Position 5 und 6. Ja. Die beiden trennen nur 2 Zehntel. 5 und 6. Ja, das ist ja auch ein spannender Kampf. Jetzt hier im Set. Ah, hier muss man nicht beisammen, bleibt fair miteinander. 4 Minuten haben wir noch. Und das gutes Duell da jetzt auf der Garten rausgekommen für Jan. Kann er jetzt und hat nach ihn erwischt, aber wartet aber fair. Oh, kann ich weiterfahren? Nein, hat sich erledigt. Hat leider umsonst gewartet. Wir gehen jetzt hier wieder auf den Brettplatz. Eliminiert, war die Berührung doch zu hart. Noch den Sascha hier dahinter. Auf der Abstand ist von Jan, ob er irgendwie vorbeikommt. Auf jeden Fall fair gewartet. Das heißt, auch Jan hat hier deutlich an Position verloren. So, jetzt für Timo und Rainer und auch Michael nicht das Schlechteste gewesen sein. An der Zeitschleife, da haben wir den nächsten Dreher, Strecke ist aber frei. So kommen wir zurück nach vorne, Kai immer noch alleine unterwegs, hier im Set. Ganz im Weiß, jetzt 6 Sekunden schon Vorsprung hier vor seinem Verfolger Mathis. Super Entführung. Mathis jetzt erst hier im Set, also halbe Runde Rückstand, fast vor sich hier vom Fahrerstand, innen bleiben. Strecke ist super schnell, wieder frei. 10 Fahrzeuge, er fährt hier, der Kai fährt hier in Kati. 2 Minuten 45 noch zu fahren. Position 3 und 4. Jürgen und Timo jetzt im Duell. Fahrzeug 6 und 7. Ja, 6 und 7. Gleich einen kleinen Fehler gemacht. Timo aktuell auf der dritten Position direkt dahinter. Dann Jürgen Reber. Muss jetzt allerdings so ein bisschen den Timo ziehen lassen. Also Podiumsplatz jetzt reserviert für Fahrzeug 7. 2 Minuten und 15 Sekunden haben wir noch. Ah, das muss er natürlich auch nach Hause fahren jetzt mal. Nach wie vor Kai Altmann in Führung.
hat jetzt auch nach vorne hin noch ein bisschen Luft. Ja, der Jürgen hat jetzt auch hier auch seinen guten Vorsprung. Darf natürlich keinen Fehler leisten. Von hier. Ja. 1,50 noch. 1,50 heißt es für Mensch und Maschine, für Kai Altmann hier. Durchhalten. Kai Altmann. Hier den ersten Lauf. Locker in Führung. Im A-Finale für sich. Ja, wird wohl dieses Jahr den Jürgen, den Matthias Feld ablösen. Der Matthias eh nur im B-Finale, hat das B-Finale gerade eben gewonnen. Also wenigstens ein kleinen Trost, aber es hätte halt besser laufen. Ja, mit der Titel auf der Strecke. Und ihr hört, Feld hat sich auseinandergezogen. Die und ihr hört, der gerade zusammen waren. War die Rundung. Waren Timo und Jan, Pauli, da kann man nur nicht passiert. Und ihr hört Philipp Richter, Moderator hier. Und das scheint hier nicht gut für den Timo auszusehen. Außer steht hier in Niemandsland, blockiert aber nicht. Die letzte Minute ist angebrochen. Ja, so langsam kann hier auch Kai anfangen durchzuatmen. Ist hier nach wie vor alleine unterwegs. Gerade hier vom Start weg. Ja. Auch mit, ein bisschen mit Hilfe. Seiner Kontrahenten gut durchsetzen können. Kann hier. Gut auch durchs Feld gekommen. Bis jetzt 30 Sekunden muss er noch. Darf er noch. Ungefähr zwei Runden noch. Und dann ist das Lauf beendet. Und dann hat er zumindest sein Achtelfinale. Duelle so, ergeben sich also hier leider nicht. Das Finale ist ja schon mal eine sichere Bank. Dann kann man schon mal den zweiten Lauf entspannter gehen. Aber klar, natürlich zwei Finale gewinnen, um am Ende ganz oben zu stehen. Oder. Ja. Die letzten Sekunden hier im ersten A-Finale. Mal sehen, ob er jetzt hier beendet hat. Bis wir dann in die Überzeit gehen. Na, scheinbar läuft die Uhr noch mit. Das sollte jetzt so, zwei Runden ablaufen, Runde beenden. A-Finale gewinnt Kai Altmann vor Martin Sermens und Jürgen Reber. So hat der Kai hier gewonnen. Joachim auf der 4, Sascha auf der 5, Michael auf der 6. Andreas. Achtung, Helfer. Zweites A-Finale. Wir starten innerhalb der nächsten 8 Sekunden. Und los geht's. So, weiter gut durch dein Hintern. Lasst euch da in der ersten Runde erstmal in Ruhe. Sortiert euch da. Kai. Legt euch den Vorderen wieder zurecht. Vorne gut weggekommen, die ersten. Und hier Jan. Alles gut. Einmal um den Kohl. Zweite Mal diesen Anfang. Vorne immer noch Kai. Vor Joachim und Jan. Die ersten drei haben sich nicht verändert. Auch Mathis konnte seine Position behalten. Dahinter Timo. Von Jan hat mal zurückgezogen, aber geht jetzt hier mal vorbei. Position 2 und 3. Joachim und Jan geben sich wieder schon in den ersten Runden. Guter Ausgang hier für Jan Dietmar. Die zweite Position. Joachim hat jetzt auch direkt den Timo hinter sich. Joachim muss verkaufen, dass er nicht doch eine Position verliert. Nein, nein. Seiderseite, Helfer hinter dir, Olli. Der Timo auf 4 hinter Joachim. Dadurch etwas freier Bahn. Gut mitgearbeitet davon. Sascha. Trotz des Ärgers. Erstmal das Feld von Joachim. Vorne weg. Immer noch Kai Altmann. Jetzt hier mit einem Sprung, würde ich sagen. Erstmal souverän in den ersten anderthalb Minuten absetzen. Dahinter dann Jan und Joachim. Joachim immer noch unter Bedrängnis von Timo. Hat jetzt hier keine Zeit zum Atmen, keine Zeit, um mal die Augen wieder zu befeuchten. Fairer Zweikampf, weit durch das bei. Super Start hier in den ersten Runden für Timo. Kann jetzt viel Druck auf den letzten Podiumsplatz ausüben. Und auch Kronfolter von Startplatz 8 gestartet, jetzt schon auf der 5. Das Dreierpaket, da geht's ja, um. Rainer, du hast die nächsten Fahrzeuge hinter dir, alle drei. Alle drei. Danke. 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten Zeit für so, die Kontrahenten. Hier muss gegen Kai noch ausrichten. Ja, wow, noch aus. Oh, Kontakt da zwischen Joachim und Timo. Ah, schön nach gut, oben, aber gewartet, fair gewartet. Unter Luft bekommen. Muss den Gas wegnehmen. Musste da leider etwas federn lassen. Nur mit Joachim auf der Reihe weiterhin und Kohn auf
die 4 vorgekommen. Timo zurück auf die 5. Muss da jetzt wieder irgendwie Anschluss an die Spitzengruppe finden. Sollte aber aktuell nicht das Thema sein. 4,5 Minuten haben wir immer noch. So, gehen wir mal ganz kurz auf den Schirnchen. Mit dem Risiko, dass die zwei sich irgendwie wunderbar, Rainer, vielen Dank. Nicht einigen können. So, schauen wir wieder nach vorne. Der Zweitplatzierte, der Jan. Den Podestplatz jetzt hier Ende der Graben. Joachim und direkt dahinter in Gelb haben wir Kohn. Das ist aktuell das spannendste Duell auf dem Kurs. Die beiden Kontrahenten oben. Jetzt geht er vorbei. Hier, erster Versuch von Kohn. Kurz mal vorbeigeguckt. Hat sich schon mal die Strategie zurechtgelegt. Leder den Joachim vielleicht auch noch wieder Tür an Tür. Quer gefahren, nochmal zurückgezogen. 3 Minuten 40, hat er noch Zeit. Leichter Körpereinsatz da von Joachim, darf mitbenutzt werden. Vorneweg immer noch. Kai hat. Und von hinten, glaube ich, kommt der Team. Und jetzt geht er innen rein und ist vorbei. Ja, jetzt muss er natürlich relativ schnell auffahren. Von Kohn steht da quer. Joachim kann davon wieder profitieren, er nimmt sich wieder die dritte Position zurück, die er kurzzeitig mal hergeben musste. Jetzt ist aber auch Timo wieder da. Jetzt plötzlich Timo wieder mit im Geschäft ums Podest. Und Joachim, also Joachim kommt nicht in Ruhe. Einen einfachen Job. Erster Versuch, überkraft nicht ganz erfolgreich. Hier nochmal zurückgezogen, da auch von Timo. Jetzt kommt Kohn wieder nach. Dem soll es recht sein, wenn die beiden sich da vorne bekriegen. 2 Minuten 50, hat er ja noch Zeit, um sich beide zurechtzulegen. Ein bisschen weit von Joachim. Er hält jetzt gerade noch seine dritte, die vierte Position jetzt in dem Fall. Timo vorbeigeschnippt. Muss vorbei. Muss Kohn nochmal vorbei, damit vorne der Timo nicht geht vorbei. Von Timo Kohn eine Position vor, ja, da muss er jetzt Joachim richtig federn lassen. Und ich glaube, dahinter kommt der Fünftplatzierte. Da auch noch Jürgen mit einmischt. Ja, der hat sich da so ein bisschen. Stimmt gar nicht, Sascha, Verzeihung. Nicht. Oh, ich bin ja eben vorbei, Wahnsinn. Sascha. Aber auch Kohn und Timo jetzt immer noch im Duell. Gibt natürlich jetzt Joachim auch wieder die Möglichkeit, sich da wieder ranzuziehen an Feld. Schön vorbeigefahren hier. Oh, und jetzt hin, nein. Unbeeindruckt. Das reicht nicht. Läuft so langsam auf. Den und Joachim Fehler, der ist raus, glaube ich. Also nicht raus, aber zumindest noch auf der Kohn und Timo und immer noch im Duell um die dritte Position. Aktuell behauptet sich noch Kohn auf der dritten. Ganz in Gelb jetzt auf der Geraden, direkt dahinter Timo. Das spannende Duell aktuell auf dem Kurs. Gucken wir mal kurz auf die anderen. Joachim auf der 5, Jürgen auf der 6, Mathis auf der 7, Michael auf der 8, Sascha auf der 9, Rainer auf der 10, leider ausgefallen. Den haben wir hier, Kai ist am Michael vorbeigekommen. Kohn und Timo immer noch. Oh, geht innen vorbei, sauber. Nimmt sich die dritte Position, muss jetzt noch 1 Minute und 15 verteidigen. Auch Kohn hat was dagegen, will natürlich auch dieses Podest. Deutlich an Geschwindigkeitsverlust auf der Graben. Kann sich aber Timo dafür, dass es irgendwie vielleicht mit einer Übersetzung noch durchsetzen. 60 Sekunden haben wir noch zu fahren. Auch Jan Dietmar, ganz unauffälliges Rennen in dem Sinne. Weiter Platz. Der geht vorbei. Wow, und gibt einen Titsch raus. Timo wieder vorbeizugehen, muss da leider zurückziehen. Und jetzt hat er einen relativ guten Bodensprung hier. 40 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Wo haben wir unseren und hier ist der Führende. Set. Läuft zu langsam auf den Mathis ist auf. Mathis ist auf dem Führenden hinter dir. Die letzten Sekunden bist du über Zeit. 20 Sekunden noch auf der Rennuhr im zweiten A-Finale von den Sport. Und damit Kai. Beides. Uiuiui. Dürfte er das zweite A-Finale hier gewonnen haben. Wenn die Zeit nicht abgelaufen ist, dann läuft er jetzt gleich ab. Da hatten alle Beteiligten Glück, dass wir den Team oder nicht getroffen haben, auf was zu haben. Die Überzeit läuft, Runde beenden. Und damit
Joachim auf der 4, Jürgen auf der 5, Timo auf der 6, Mathis auf der 7. Nächsten 8 Sekunden. So, drittes A-Finale. Sport. Okay, steht der deutsche Meister fest. Aber jetzt geht es um 2 und 3. Wir werden ja hier sehen, wer jetzt hier. Hier das Feld durch die ersten Runden. Alles super, sauber, alles super schwer. Oder da geht fast an dem Jan. So wollen wir das sehen. Jemand vorbei, nein. Ja, ja, 4 weiß ich gar nicht mehr. Jürgen, Timo und Michael Reiner. Aktuell. Da gibt es den ersten Versuch von Mathis. Jetzt kommen die aneinander hier. Dadurch hat der Jan profitiert. Ja, und Schwierigkeiten ab für Sascha. Ja, das so, vorne immer noch drei. Legt es hier mit einer 5. Einmal kurz die Rettung fest. Vorne ist ziemlich alles klar. Jan, da, kleiner Fehler. Drei, dicht bei Sammeln auf der Garten. Nicht so richtig durch. Ich würde sagen, wir gehen gleich da mal zum Grün. Oder beziehungsweise nach vorne. Von Mathis und Timo. Jetzt ist Timo vorbei an Mathis. Nimmt sich ja einmal die erwischt. Position. Bleibt Werder miteinander. Auch Michael mischt sich da in den Positionskampf. Ich würde sagen, da gehen wir mal einen Vorrundenkampf. Hier ist noch lange nichts im Team. Der Binken und der, also glaube ich auch. Bleibt fair, bleibt sauber. Gucken wir nochmal nach vorne. Ja. Nach wie vor Joachim und Jan. Jan geht vorbei. Habe ich den richtigen Moment abgepasst. Jan kann diesen kleinen Trainer von Joachim nutzen. Nochmal entscheiden, vielleicht wo ankommt. Ja. Diesmal bessere Karten jetzt auf jeden Fall. Die besseren Karten jetzt für Jan für seinen zweiten Platz. Den haben wir beim letzten Lauf schon heute verbessern, also beziehungsweise zu festigen, um Vizemeister zu werden. Weil der Kai, der steht ja vorne schon als Meister fest. Der hat ja schon 2 Laufsieger. Hat sich aber trotzdem nicht entgehen lassen, jetzt hier den letzten Lauf mitzufahren. Der Joachim Lauf 2. Und hier Jürgen. Na, erster Versuch von Timo, kommt gut auf die Karte raus. Timo vorbei. Setzt ihn fast daneben. Verliert an Kohlen. Noch gucken, dass er irgendwie durchkommt. Ja, geht wieder vorbei und leider von hinten reingefahren. Mal sehen, kommen die wieder klar. Und das ist auch von Kohlen, lässt den Timo wieder passieren. Und verliert sie wieder Platz. Das bleibt so dann auch. Und auch gerade bei dieser Bauform ist es natürlich schnell mal im Heck des anderen um den vorherfahrenden Geschehen. 4,5 Minuten haben wir noch. So, gehen wir dahinter. Hier auch, Radakam. Knappe 5 Sekunden zum Vorsprung. Hat jetzt gleich den Radakam. Jetzt kommt nochmal die Sonne raus. Noch ein bisschen Luft. Nur schon mal als Info. Und auch dahinter geht es heißt hier Jan immer noch auf der 2, Joachim auf der 3. Und dann Jürgen, Timo und Kohn. Immer noch im Duell um Position 4, 5 und 6. So, gehen wir hier mal. Hier wird es wieder um Platz 4. Sich dann im Timo eng hier, die drei kämpfen hier. Immerhin auf und ab hier. Der Abstände. Die drei nahezu identisch unterwegs. Jetzt vielleicht? Nein. Schirmen anzuschauen. 3,5 Minuten sind hier noch im A-Finale, im dritten A-Finale. Jetzt vielleicht? Ja, man muss aber auch den Mut haben, dann durchzuziehen. Sascha und Michael, fair gewartet wenigstens. Guck mal wieder zurück zu Jürgen, Timo und Kohn. Einmal dazwischen den beiden Vorderen, so mit Kohn eine Position durchgeschlüpft. Mit Blick auf Jürgen. Hat er nämlich absolut Interesse, auch nochmal an der Position 4 zu klopfen. Schöner Dreikampf hier und den vierten Platz. Die drei können natürlich auch zusammenarbeiten. Und sich so siehst du da unten Joachim an meiner Hosentasche? Momentan Joachim nach vorne und nach hinten. Platz ohne Ende. Genau auch wie Jan. Oh, schon wieder ein Überholmanöver. Feld fährt. Knapp. Ja, der versucht da wieder von Jürgen irgendwie an Kohl vorbeizukommen. Ist windig draußen? Die Position ja auch gegen Timo hergeben. Also, hier ist noch alles offen. 2,5 Minuten haben wir noch. Macht es mit dem leichten Fehler. Schlecht ist wieder frei. Ja, dann hol doch meinen Regenschirm. Dann mal hier damit du den Wind, Mann, der auf den Wind wegregnen kannst. Nee, war ja falsch.
Was machst du jetzt? Und dahinter wieder Timo und Kohn. Ja, die beiden arbeiten jetzt ganz gut zusammen und machen sich auf den Weg zum Joachim. Rückstand der beiden nur noch 2 Sekunden, also lang ist nicht mehr. Kommen da mit Riesenschritten an Position 3 ran. Ich meine jetzt hier, gibt hier noch die Möglichkeit, 2 Minuten, ein bisschen weniger haben wir noch zu fahren. Der verliert etwas Zeit auf die 2, die von hinten kommen. Aber meint er, die arbeiten gut. 1:30 haben wir noch. Immer noch Simon Kohn für Position 4 und 5. Guter Exit da von Kohn. So, da kommt die 2. Oh, der geht vorbei, ja. Die 4. Position. Fehler davon. Und jetzt die Frage, kann er jetzt an dem Joachim ranfahren? Und der hat natürlich freie Bahn, kann ganz ungefähr hier fahren. In dieser Runde. Jetzt kommt die Sonne wieder ein bisschen raus. Braucht hier vielleicht noch mal ein bisschen an der Asphalttemperatur und am Grip-Level der Fahrzeuge. In der letzten Minute bricht an. Schafft Konas noch hier an der 3. Position anzuklopfen. Es sieht fast so aus. Kommt da angeflogen, jetzt durchs Fett, jetzt ist er dran. 40 Sekunden haben wir noch auf der Uhr, also 3 Runden werden wir noch sehen. Jetzt ist er dran, auf der Geraden. Bremst sich da gut ran. Achtet bei der letzten noch mal 3 Zehntel, leichter Fehler da von Joachim. Erste Attacke, guckt mal eben rein, ob es da vielleicht einen Weg gibt. Wieder gleicher Körperweiter, kann es aber noch verteidigen. 21 Sekunden noch auf der Uhr. Nächster Versuch, meldet sich da im Rückspiegel. Und gibt, nein, absolute Kampflinie von Joachim, der versucht hier irgendwie mit allem, was er hat, zu verteidigen. Jetzt müssen wir gucken, Rainer, du hast Position 3 und 4 hinter dir. Letzte Sekunden, bis wir in die Überzeit geben. Ja, geht innen vorbei. Vorbei. Nimmt sich in der letzten Runde hier die Position. Kann das jetzt bis zur Linie noch bringen und die 3. Position nach Hause fahren. Ja. Hat das, würde ich sagen. Und damit ist der Lauf beendet. Kai Altmann nimmt sich auch hier den Sieg. Jan Dietmar auf der 8. Auf der 8. Micha auf der 9. Und Rainer auf der 10. In der Schikane. Ich habe noch verloren.